Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Da ist gerade noch am Ende der letzten Folge, also gestern, der Neumann wohl vorbeigeschossen. Polizei sucht mich, beziehungsweise möchte mit mir sprechen. Oh shit, ich habe vergessen die Unterlagen auszudrucken, ey. Vor lauter Hektik. Mist. Muss mir gerade noch telefonieren. Klingelingeling, klingeling. Jo. Du, ich hab, kannst du, wir brauchen den Ertraggenossenschaftsvertrag, wo drin steht, ja, wie viel Gehalt ihr kriegt und so. Ja. Kannst du da irgendwas schriftlich fertig machen und mitbringen? Könnte ich versuchen. Ja, einfach, dass ihr, dass eigentlich jeder Hof für sich wirtschaftet. Aber ihr trotzdem von mir 1000 Euro Gehalt kriegt. Pro Woche. Habe ich euch letzte Woche eigentlich was bezahlt? Nein. Okay. Falls die Polende gleich bei dir auftaucht, sagt denen nicht, dass ich, dass ihr Gehalt kriegt. Ja. Oder hast du schon? Nein. Okay, also das läuft noch nicht. Aber ich zahle euch das rückwirkend, kein Problem, ja? Jo. Okay. Also dass ihr selber, dass jeder Hof für sich selber wirtschaftet, ich nur sozusagen die Finanzberatung mache. Ja, und dass ihr, sobald es eingetragen ist, Gehalt kriegt. Also sowas einfach schriftlich fertig machen. Jo. Okay, und dann, wenn es geht, sobald du runterkommst, mitbringen. In dreifacher, ne, vierfacher Ausfertigung. Also sobald ich Kreuze das gleich mitbringen. Wie bitte? Also sobald ich jetzt mit dem LKW dann runterkomme, dann direkt... Mitbringen, ja, bitte. Okay. Gut, dann bis später. Ja. Tschüss. So. Gut, dann hoffen wir mal, dass das klappt. Jetzt hat er den Anhänger dahinter gezogen, ey. Ring, ring. Volker Varuna, hallo. Guten Tag, Herr Volker. Servus. Charlie hier. Kleine Frage. Sie hatten ja letztes Mal gemeint, ich könnte den MB wieder haben, wo der Herr Müller ihn überlassen hat. Jawohl. Könnte ich den abholen? Wo könnte ich den abholen? Abholen sehr gerne, wo, keine Ahnung. Das ist gut, weil ich bin jetzt gerade bei Ihnen am Hof. Da steht er nicht rum, denke ich. Oder? Keine Ahnung, soll ich mal in die Hallen reinschauen einfach? Ich meine, dass er vielleicht im Wald steht. Gucken Sie mal am Hof und wenn nicht, dann gucken Sie im Sägewerk. Ja, okay, machen wir es so. Gut, danke. Bitte, tschüss. Ja. So. Ja, Moment. Stützrädchen runter. So, ich bin mal gespannt, wann die Polizei hier auftaucht. Ich brauche irgendwie ziemlich lang. Ich weiß nicht, was die machen. Ob die gerade eine Hausdurchsuchung machen, aber das dürfen sie eigentlich gar nicht ohne meine Anwesenheit. Also sie haben es ja zumindest noch nicht probiert, mit meiner Anwesenheit eine Hausdurchsuchung zu machen. Und das sollten sie zu Beginn erstmal versuchen. Und wenn ich dann nicht reagiere, dann haben sie, glaube ich, auch das Recht, das ohne meine Anwesenheit zu machen. Aber vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vorher noch bei Müller vorbeigucken wollen und den befragen. So. Ich muss halt gucken, dass ich hier auch was arbeite und die mich dann nicht so sehr aufhalten.
Hoffentlich bringt der Müller rechtzeitig die Verträge vorbei. Aber wie gesagt, die Polizei hatte keine Anhaltesignale an, nichts. Von dem her sah ich mich jetzt auch nicht gezwungen anzuhalten. Ring, ring. Volker Varuna, hallo? Ja, Volker, entscheide nochmal hier. Kann es sein, dass es ein vernutter MB war, mit, wo in der Halle drin steht, mit Frontalkonsole? Also wenn da ein MB-Truck so ein gelb-grüner drin steht, dann ist es der, ja. Ja, da ist ein Düngerstreuer mit dran. Ja, stimmt, Düngestreuer, ja, genau. Genau. Ja, okay, gut, dann nehme ich den. Der Düngestreuer gehört aber mir, ne? Ja, das ist klar. Gut, danke. Okay, danke. Ciao. Ciao. Gut, haben wir das auch geklärt. So. Das ist jetzt schon die dritte Ladung, die ich, glaube ich, rüberfahre, ne? So, ich muss dran denken, dass ich dann denen, sobald wir das alles eingetragen haben, eben das Gehalt noch überweise, nachträglich sind 2000 jetzt für letzte Woche und für diese Woche. Die erste Woche habe ich halt bezahlt, wenn ich das recht weiß. Dann gucken wir gerade mal, wie viel hier jetzt drin ist. Alter, der hat 328.000 Zuckerrüben. Und 210.000 werden das jetzt wahrscheinlich. 210.000. Zwiebeln, ey. Das ist eigentlich ziemlich guter Vorrat. Damit kann er ein bisschen arbeiten. Wisst ihr, was das Blöde ist, wenn du eigentlich darauf wartest, dass die Polizei vorbeikommt und sie kommt nicht? Wenn die endlich kommen würden, dann könnte ich irgendwie argumentieren, was los ist und bliblablub. Aber solange sie das nicht machen, stehe ich halt erstmal auf dem Schlauch und habe ein schlechtes Gewissen. Mei. Alter, der hat schon wieder einen Anhänger voll gemacht. Ich glaube, ich spinne. Kommt's ja gar nicht mehr weg vom Arbeiten, vom Abfahren. Und das Doofe ist, ich wollte mit der Agrargenossenschaft Nord-Süd, wollte ich ja was Gutes tun, ja. Und jetzt wird mir aber hier das Bein gestellt. Das ist auch sowas, das kann ich auch nicht verstehen. Ich bring die Gemeinde voran und dann kriegst du hier nur Prügel zwischen die Beine.
Aber naja, wir werden das schon irgendwie wuppen hier. Lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir wirtschaften ja gerade ziemlich gut eigentlich. Von der Sämaschine kriege ich auch nochmal Geld. Keine Ahnung wie viel. Aber ein bisschen was wird die ja noch bringen. Gleich mal ins Online-Banking reingucken, ob da uns jetzt Geld schon zugeschrieben wurde oder nicht. So, gucken wir mal. Verkauf Fahrzeuge. 143. Nee, ist noch nichts eingegangen. Kann man nachfragen. Klingelingeling, klingelingeling. Cordis. Yo, habt ihr den jetzt schon mal schätzen lassen? Ja, die, seine Maschine. Nee, noch nicht, aber das werden wir jetzt in den nächsten Minuten oder Stunden noch machen. Okay. Ich warte nämlich auf das Geld. Okay, ja, da werde ich Ihnen Bescheid sagen. Jo. Gucken Sie auch, dass es aufs richtige Konto geht, ne? Jo, dann mach mal. Ja, bei Ihnen muss ich da immer ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, da brauchen Sie keine Angst zu haben. Ja, ist ja kein Silo, ne? Na, ja, da haben Sie recht. Da ja, Kollege, recht. Ich hab's noch im Kopf hier. Alter, das war ja was damals. Ach. Ja, aber sie sind ja auch ein bisschen in den Job reingewachsen, ne? Ja, ja. Da war ich ja damals, da war ja noch relativ an den Anfangszeiten, ne? Ja. Okay, gut. Falls ihr Chef mal da ist, richten Sie ihm Grüße aus. Jo, mach ich. Gut, bis dann, tschö. Tschö. Das ist nämlich der damals hier den Anhänger, den Joskin-Anhänger Weizen voll vor mein Silo gekippt hat und mich ins Silo der Held. Aber naja, was kann ja mal passieren, ne? Muss mal gerade gucken, ob die da irgendwo im Wald stehen und hier Kontrolle machen. Könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen bei den beiden. Wen? Ja. Willst du eine Cola? Cola? Ja, irgendwas zu züffeln. Ich würde mal kurz zu mir mit rüberlaufen. Oder ein Döner? Hier? Oder zu... Ja, hier gegenüber Döner? Ist doch ein Parkplatz. Ja, ja. Ja, klar, gerne. Gut, mit allem? Ja, ich komme auch. Ja, okay. Du musst arbeiten. Nein. Ja, ich kann ihn mir auch eben holen. Naja, kennst du auch die Bahn zu Ende fahren und dann. Die Bahn ist doch schon zu Ende gezogen. Ja, die nächste Bahn. Jetzt bin ich schon fast. Jetzt sehe ich dich schon. Ja, so. Okay, gut, dann bis gleich. Tschö. Jo. Du. So. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? 6:30 abends. Ich wollte gerade gucken, wo die Sonne steht. Ja, dann können wir Abendessen. Jo. Eigentlich will ich ja mal rüberlaufen und gucken, ob da die Polente rumsteht, weißt? Ob die da observieren. Das ist eigentlich vorne? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die drüben im Wald stehen. Könnt mir vorstellen, dass die hier stehen und gucken, was wir machen, weißt du? Nee, also die waren gerade oben beim Chef. Ja. Guck mal da hinten. Da rechts. Da steht schon einer. Der will. Aber es ist, glaube ich, niemand von uns. Doch, der gibt denen bestimmt Bescheid. Ich glaube, das ist ein Ureinwohner. Ja, ist ein Ureinwohner. Naja, die haben die bestimmt akquiriert.
Servus, ich hätte gern Döner mit allem. Ja, Joghurtsoße natürlich. Ja. Nicht ganz so viel Fleisch. Und du? Ich nehme einen Döner mit allem. Mit Knoblauchsoße. Danke. So, hier eine Cola, bitte. Ja, danke. Danke. Und dann mal einen guten, ne? Jo. So, in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.